Amen. Es ist immer wieder eine Freude, hier zu sein. Und so wie der Herr das gesagt hat vorher mit dem Heiligen Geist, kommt unter meine Flügel. Wenn wir nicht den Schutz suchen vom Herrn, wenn wir da nicht das machen, was der Herr will von uns, ja, also die Gemeinschaft zu haben, das Gebet, das Lesen, das Abendmahl jeden Sonntag, so wie es hier in der Schrift auch steht, dann sind wir verloren. Und der Herr hat es vorher auch schön gesagt, ich beschütze euch, kommt unter meine Flügel und ich gebe euch, was ihr wollt. Wenn mein Kind, wir sind alle Eltern, wenn mein Kind mich bittet, was zu machen, was es haben möchte, dann ist es schwer vom Herzen, es nicht zu machen. Und ich habe, und jeder von uns, so wie wir hier sitzen, aber auch draußen, jeder von uns hat eine Prüfung. Wir müssen diese Prüfung durchstehen. Der eine eine andere Prüfung, der andere eine andere Prüfung. Das ist individuell für weil wir jeder eine individuelle Persönlichkeit sind. Jeder ist anders vom Charakter. Und auch der Herr hat es vorher auch gesagt, schaut nicht auf die anderen. Versuch du, liebe Seele, die Rettung beim Herrn. Also suche die Rettung beim Herrn und schau nicht auf andere, wie die das machen oder was die machen, was für einen Weg die gehen. Nein, liebe Seele, versuch du deinen Weg alleine zu gehen zum Herrn. Der andere hat andere Probleme, die anderen haben andere Wege zum Herrn. Ob die schmäler oder breiter sind, das weiß alles nur der Herr. Ich habe gelesen im Psalm, und es war wunderschön, das würde ich gerne jetzt vor euch tragen, Psalm 119. Das ist ein ganz großer Psalm. Und da ab Vers 169. Psalm 119 ab Vers 169. Das war wunderschön. Herr, lass mein Rufen vor dich kommen. Gib mir einzig entsprechend deinem Wort. Das ist doch wunderschön. Lass mein Rufen vor dich kommen, gib mir einzig entsprechend deinem Wort. So wie der Herr es gesagt hat, bitte dem Herrn um deine Probleme, dass der Herr deine Probleme löst. Geh ins Gebet, geh in die Zwiesprache mit dem Herrn und er wird deine Probleme lösen. Vielleicht innerhalb kurzer Zeit, vielleicht auch eine längere Zeitspanne. Aber er wird sie lösen. Also bin ich ganz, da sind wir ganz sicher. Er wird sie lösen. 170, lass mein Flehen vor dich kommen. Errette mich nach deiner Verheißung. Der Herr kennt dich doch, liebe Seele. Er kennt mich, er kennt uns, er kennt alle. Wann wir sterben, wie wir sterben, ob wir beim Herrn sind, ob wir nicht beim Herrn sind. Er kennt uns doch. Lass den Herrn vorangehen und nicht du selbst, sondern den Herrn vorangehen lassen. Das ist das Wichtigste. Und bitten, Danke sagen im Gebet, aber auch bitten, Herr, mach das und das. Geistliche Bitte im Gebet. Vers 171, meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisungen lehrst. Wenn der Herr in der Zwiesprache, im Gebet zu dir sagt, liebe Seele, mach das, das und das, ja, ist das nicht wunderbar? Und du machst es, ja, dann hast du gewonnen. Dann hast du gewonnen. Wenn du es machst, wenn du den Gehorsam hast, wenn du die Disziplin hast, das zu machen, was der Herr will, dann mach es, liebe Seele. Wenn du es nicht machst, dann wird es schwierig. Meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Von der ersten Seite bis zur letzten Seite Offenbarung, alles ist geläutert, siebenmal. Und alles ist gerecht. Was hier drin steht in der Bibel, ist alles gerecht, weil es vom Herrn kommt.
Die ganzen Gebote, Lehren, Prophezeiungen, deine Hand komme mir zu Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Ist doch klar, ist wie ein Vater. Wenn der Sohn, das Kind sagt, ich habe das gemacht, was du mir gesagt hast. Was soll der Vater dann sagen? Ja, bravo, du kriegst es. Genauso ist der Herr. Geh ins Gebet, bitte dem Herrn, flehe dem Herrn, mach dein Herz auf und der Herr wird dich erhöhen. Aber du musst es machen, liebe Seele. Ich spreche jetzt nicht für uns, ich weiß, dass wir das hier machen. Du musst es machen, liebe Seele. Diese Hindernis, diese Barriere überspringen und sagen, Herr, da stehe ich, ich bin an der Wand, was soll ich machen? Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Lass meine Seele leben, damit sie dich lobe, und deine Bestimmungen seien meine Hilfe. So ist es. Die Seele freien Lauf lassen, das heißt dein Herz freien Lauf lassen, beim Preisen, beim Gebet, in der Zwiesprache zum Herrn, zu Jesus Christus. Er ist das Wort. Er ist für uns gestorben. Niemand anders. Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Das ist ein Flehen, was dieser Mensch sagt. Suche deinen Knecht. Der Herr soll ihn suchen, weil er die Gebote vom Herrn gemacht hat. Und der Herr wird ihn besuchen. Und ich kann was anderes lesen noch. Johannesevangelium, Kapitel 1. Weil Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der ist auch das Wort. Und das steht auch hier drin. Und es ist einfach zu glauben, nur viele machen es nicht. Das ist das Problem, sie können nicht über ihre Schatten hinüberspringen, über diese Barriere rüberspringen. Es ist einfach Vertrauen zu haben. Viele glauben an irgendeinen Stein oder an irgendwas anderes, aber nicht an Jesus Christus. Und das ist doch das Einfachste. Wir haben sogar hier die Lehre, wir haben das Buch, das Gesetz, was hier drin steht. Und wenn wir das machen, dann führt er uns zu sich. Dann bekommen wir noch mehr Erkenntnis und dann ist auch unser Herz zum Herrn, zu Jesus Christus, noch weiter offen. Ich würde gerne lesen, Johannes Kapitel 1, Evangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Da erfahren wir gleich, was das Wort heißt noch später. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Alles ist durch eins entstanden. Und wenn es nicht entstanden wäre, würde nichts da sein. Also das Wort, Gott, Jesus Christus, hat alles entstehen lassen. Und es liegt in seiner Obhut, ob er weitermacht mit uns oder nicht. Ob er uns weiterhin beschützt, ob er weiter uns führt zu sich. Ob wir dabei sind bei der Verlobung, bei der Entrückung, oben zur Hochzeit im Himmel. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis.
Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Welt hat es nicht begriffen. Wo ist das Licht? Die suchen in der Welt im Dunkeln nach dem Licht, obwohl es so einfach ist, das Licht zu finden. Jesus Christus. Es ist so einfach. Nicht er war das Licht, sondern, Entschuldigung, es war, Entschuldigung, Vers 6, es war, und das Licht, Vers 5, das Licht leuchtet in der Finsternis und, das Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht Johannes war das Licht, sondern er hat Zeugnis zu Jesus gegeben. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Durch das Wort. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Jesus Christus, das Wort. Die haben ihn nicht erkannt früher. Damals, die Hebräer, die Römer, die Griechen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier steht es doch, schwarz auf weiß. Denen, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, aufnahmen, Jesus Christus aufnehmen, an Jesus Christus glauben. Nicht sehen, nicht fühlen, nicht riechen, nicht hören. Glauben. Da war einer, der ist für uns gestorben früher, vor 2000 Jahren und länger. Da ist einer, der hilft dir. Aber du musst glauben dran, liebe Seele. Du musst einfach glauben. Und du musst dein Herz aufmachen. Und du musst lesen. Das ist viel Muss. Du kannst auch sagen, du solltest lesen und dein Herz aufmachen. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch. Da ist es, Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist Fleisch geworden, ist gestorben für uns am Kreuz von Golgotha. Für uns hat er nicht machen müssen. Er hat es gemacht, weil er uns liebt. Er liebte uns. Er liebt uns noch, immer noch. Er liebt die Menschen. Weil viele sagen, nee, er liebt uns nicht. Natürlich liebt Jesus uns. Er führt uns ja zu ihm, zum ewigen Leben. Oder wollt ihr die kleine Zeitspanne mit 70, 80 Jahren? Wollt ihr da hier auf der Erde leben und damit hat sich's? Nein, im Himmel, unendlich. Bei den Geschwistern, bei unseren Vorahnen, also Vorahnen. Da müssen wir leben. Das ist ein Muss, da müssen wir hin, liebe Geschwister. Ich würde gerne noch was anderes lesen. Kolosser Kapitel 1. Dieser, Kapitel 1, Abvers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus Christus.
Deshalb verehren wir ihn, deshalb folgen wir ihm nach. Er hat uns doch für uns alles gemacht. Er möchte, dass wir bei ihm sind im Himmel. Er möchte, dass wir dabei sind bei der Entrückung. Er möchte, dass wir noch mehr zu ihm kommen. Das will er. Aber er hat uns trotz allem den eigenen Willen gegeben. Du kannst zu ihm gehen, du kannst aber auch zu dem anderen gehen. Das ist ganz klare Sache, Dualismus, schwarz-weiß, gut, böse. Dazwischen, diese Zwischenräume, die gibt es nicht. Die gibt es nur in der Esoterik, aber nicht im Glauben. Entweder du bist gläubig oder du bist nicht gläubig. So halbgläubig, lauwarm, wie die Gemeinde in der Offenbarung Laodicea, das will er nicht. Er will, dass du dabei bist. Er will, dass du zu ihm gehst. Er will, dass du im Himmel gehst. Das will er. Er will, dass du Frieden hast, dass du Liebe im Herzen hast. Und es ist einfach, liebe Seele. Halte seine Gebote, geh seinen Weg und du bist bei ihm. Und er, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Bevor die Erde erschaffen worden ist, war Jesus Christus da, das Wort. Das können wir in Mose 1, Vers 1 nachlesen. Bevor überhaupt die Himmel und die Erde erschaffen worden sind, war Jesus Christus da. Und das ist das Wichtige. Und er kennt uns doch, liebe Seele. Er weiß doch genau, welchen Weg wir gehen zu ihm. Ob wir den richtigen Weg gehen oder den falschen Weg gehen. Aber du kannst nur den richtigen Weg gehen, wenn du liest. Wenn du die Erkenntnis hast. Wenn du die Liebe hast. Wenn du dein Herz aufmachst, liebe Seele. In der Gemeinschaft. Alleine schaffst du es nicht. Daheim im Kämmerchen. Das wird schwer. Das wird schwer. In der Gemeinschaft. Folge dem Herrn nach, liebe Seele. Und du hast es leichter auch. Vers 18 nochmal. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. In wem? In Jesus Christus. Gott hat ihn hergegeben, seinen Sohn, für uns. Er ist menschlich geworden, kurze Zeit, für uns. Aber er ist auch später auf dem Thron mit Gott, der Sohn und der Vater, auf einem Thron. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, durch Jesus Christus, indem er Frieden macht durch das Blut seines Kreuzes. Für uns gestorben. Durch ihn, musste er ja nicht. Er musste es ja nicht. Er hat es freiwillig gemacht. Weil er uns liebt, der Herr. Durch ihn sowohl auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er es jetzt versöhnt. Wir waren alle in irgendeiner Form in der Welt. Wir haben alle irgendeine Sünde gemacht. Der eine nicht so schlimmere und der andere, aber Sünde ist Sünde. Und er hat uns trotzdem errettet, so wie wir hier sitzen. Er hat uns trotzdem errettet. Ist das nicht wundervoll? Ist ja hier ein Bruder, den habe ich vor 7 Jahren, wo er zum ersten Mal hier reingekommen ist, hat gedacht, jo, das wird schwierig. Aber der Herr hat es gemacht. Und was für eine Verwandlung. Was für eine Verwandlung. Der Herr kann alles machen. Alles. Dein Herz wagenweit aufmachen. Das kann nur der Herr.
in dem Leib seines Fleisches, Vers 22, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Also wenn wir das weiße Kleid anhaben und im Himmel sind, das sollte keine Flecken haben, das Kleid oder das Gewand. Das, sonst bist du nicht, kommst du nicht in den Himmel rein. Keine Flecken bedeutet auch Sünden. Ja, also der Herr weiß es, der Herr wird es auch machen, aber du solltest, liebe Seele, so nah wie möglich an die Bibel rankommen, so dass, und dein Herz aufhaben, so dass du in den Himmel kommst. Vers 22, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt, im Glauben, und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Die Hoffnung, die muss immer da sein. Dass ihr gehört habt, dass verkündigt worden ist, in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Das hat Paulus an die Kolosser geschrieben. Aber die Hoffnung, dass wir später beim Herrn sind, im Himmel, die muss da sein. Liebe Seele, wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann kämpfe im Geiste, im Gebet, dass du die Hoffnung wieder bekommen wirst. Und viele glauben an Institutionen, also an Kirchen und an Theorien und auch an andere Sachen. Aber ich verstehe nicht, warum das Einfache vor einem ist und das Komplizierte, an das glaubt man. Am Anfang meines Glaubenslebens war ich auch sehr kompliziert. Und der Herr hat mein Denken immer einfacher gemacht. Immer einfacher, immer zu ihm hin. Der Glaubensweg ist einfach. Das ist nichts Kompliziertes. Der Herr will, dass man an ihn glaubt und nicht an irgendjemand anders. Ich würde gerne noch was anderes lesen. Und zwar 1. Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 3, Abvers 16. 1. Timotheus, Kapitel 3, Abvers 16. Das ist ein kurzer Vers. Und anerkannt groß ist, das Geheimnis der Gottesfurcht. Da steht alles drin, was Jesus Christus durchlitten hat. Alles. Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Wow. Hier in diesem Vers ist fast der gesamte oder ist der gesamte Lebensweg von Jesus Christus. Und das ist das, was man, die Furcht, den Respekt vor dem Herrn zu haben. Das ist auch das Wichtige. Die Ehrfurcht, die Gottesfurcht, das ist das Wichtige. Ich würde gerne noch zum Abschluss Hebräer Kapitel 1. Abvers 1. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vieler Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Was auch im Alten Testament drin steht, in den alten Zeiten. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus Christus. Und heute genauso, weil viele sagen, die Prophetie war damals und heute nicht. Natürlich ist die Prophetie genauso wie damals.
Das ist, auch die Geistestaufe ist damals genauso wie heute. Aber du musst, liebe Seele, du musst dran glauben, dass Jesus Christus lebendig ist. Du musst dran glauben, dass er dich zu dir führen möchte. Und du musst an den Heiligen Geist glauben und an Gott. Hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn? Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten erschaffen. Da steht es ja. Im ersten Mose Kapitel 1, ab Vers 1 steht es auch. Und hier steht es auch im Neuen Testament. Weil viele sagen wiederum, ja, das Alte, das war damals und das Neue ist heute. Ja, das Neue ist, das Alte ist die Grundlage für das Neue Testament. Also alle beide Testamente musst du im Zusammenhang, im Kontext sehen. Das ist nicht nur jetzt getrennt zu sehen, Neue Testament und Alte Testament. Es ist auch ab der Kreuzigung Jesus beginnt das Neue Testament. Und die Kreuzigung ist im Neuen Testament reingeschrieben. Bis dahin ist das Alte Testament. Jesus ist gestorben und dann beginnt das Neue Testament. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, am Kreuz von Golgotha, er ist ja für uns gestorben, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und ich habe vorher mit dem Bruder gesprochen, zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Und wir haben, ich habe ihn gefragt, wie ist es mit dem Thron? Und es ist in der Tat so, dass, ich finde die Stelle jetzt gerade nicht, in der Tat so, dass, ja, Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 21. Dass der Vater und der Sohn auf dem Thron sitzen. Alle, beide. Und der Heilige Geist, natürlich. Die Dreifaltigkeit. Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 21. Ab Vers 20 machen wir. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das wird sein, wenn die Entrückung kommt auch. Es wird auch da sein. Der Herr, wir werden alle den Herrn sehen auf Wolken. Sind wir dann bereit? Sind wir bereit? Er klopft an, bei uns im Herzen auch. Haben wir das offene Herz für ihn? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Und er mit mir. Wenn du dein Herz aufmachst, und den Herrn um Hilfe bittest, wenn du gerade in einer Notlage bist, dann wird er kommen und dir helfen. Er wird dir helfen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe. Und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Da steht's. Der Vater und der Sohn auf einen Thron und der Heilige Geist natürlich. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und so ist es auch. Und so werden wir das auch sehen. Wir werden im Himmel den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist auf dem Thron sehen. Mit den 24. Ältesten draußen rum. Und unendlich viele Gläubige, die nur Halleluja sagen. Das kürzeste Gebet, was du sagen kannst, liebe Seele. Und ich glaube, das ist wie ein Rauschen, wie ein Meeresrauschen oder wie ein Wald, im Wald ist Rauschen.
Es ist eine Welle, so sehe ich das, eine Welle, und so kann ich mir das vorstellen, bildlich. Und da ist nur Liebe. Da ist keine Not, kein Leid, keine Ungerechtigkeit. Da ist nur Liebe. Du siehst die Geschwister, du siehst nur Liebe. Und das immer. Unendlich. Und das ist unser Ziel. Daran müssen wir arbeiten, dass wir unser Herzen, wenn der Herr kommt, wenn er an unser Herzen klopft, dass wir das aufhaben. Daran arbeiten wir. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg als Gemeinde, in der Gemeinschaft, dass wir da den Herrn sehen werden. Amen.